Hier fing alles an. Die Geschichte von Candyman. Ein Mann, der im Viertel bekannt war, lief herum und verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Eines Tages fanden ein paar Kinder Rasierklingen in den Süßigkeiten. Die Polizei kam. Da sah ich das wahre Gesicht der Angst. Runter auf die Knie. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch! Sie schlugen ihn, folterten ihn, töteten ihn, ohne zu zögern. Ein paar Wochen später tauchten noch mehr Rasierklingen-Süßigkeiten auf. Er war unschuldig. Dann gibt's ihn wirklich? Candyman ist kein Er. Candyman ist der ganze verfluchte Bienenstock. Sie suchen nach Candyman. Wenn Sie mich fragen, halten Sie sich fern. Mich fasziniert diese Geschichte. Erzähl. Genau hier, in diesem Viertel, begann die Legende. Aha. Und die Legende lautet, wenn wir seinen Namen fünfmal in einen Spiegel sagen, erwecken wir ihn. Wir erwecken den Candyman. Auf keinen Fall. Candyman. Anthony, nein. Candyman. Hör auf! Ich will in meiner neuen Wohnung kurz vor dem Schlaf nichts Gruseliges tun. Candyman. Schwarze müssen nichts heraufbeschwören. Trau dich. Sag es nicht. Sag seinen Namen. Candyman. Sag's auf keinen Fall ein fünftes Mal. Candyman. Candyman. Du willst doch Teil der Geschichte werden, oder? Nein. Candyman. Sag seinen Namen. Candyman. Anthony, alles in Ordnung? Anthony! Was zum Teufel ist los? Anthony! Dieses Viertel ist verflucht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ihn zurückgebracht. Candyman ist nicht real! Er hat mir gesagt, er hätte eine Bestimmung für dich. Verbreite meine Geschichte. Willkommen im Viertel. Du solltest es sagen. Candyman! Sag seinen Namen. Candyman! Ich muss zugeben, ich bin überrascht. Sieht für mich in erster Linie schon mal nicht nach Teen-Horror aus. Ich mag die Geschichte des Candymans, wie sie erzählt wird mit diesen... Es sind nicht Puppen, es ist auch nichts Gebasteltes. So ein ganz eigener Look mit diesem Schwarz-Weiß und der Geschichte, dass aus den Süßigkeiten irgendwann Rasierklingen kommen. Und da holt mich das schon mal so ein bisschen ab, rund um die Sage des Candymans und in dieses Viertel in Chicago namens Cabrini Green, das inzwischen gentrifiziert ist, und einem Künstler, der zurückkehrt und herausfinden will, was es eigentlich mit dem Candyman auf sich hat. Dabei eine Freundin an der Seite, werden sie vielleicht oder anscheinend etwas heraufbeschwören, von dem man glaubte, dass es nicht mehr existiert. Die Musik baut sich gut auf. Ich finde, dass der Trailer vielleicht einen Ticken zu viel zeigt, aber ich habe ja so ein bisschen zumindest den Eindruck, dass es nicht ein 0815-Horrorfilm werden wird, rund um eine nicht unbekannte Figur. Und deswegen ist mein Interesse geweckt bezüglich Candyman, dessen Trailer wir gerade gesehen haben und den das Universal Pictures voraussichtlich ab dem 26. August diesen Jahres in die deutschen Kinos bringt. Habt ihr da Lust drauf oder sagt ihr, nee, das sieht für mich 0815 aus? Dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.